an einer Schule im Deutschen Kaiserreich. Daniel Brühl ist zurück. In Der ganz große Traum spielt er den Fußballpionier und Lehrer Konrad Koch, der 1874 aus England nach Braunschweig kam. Um seine Schüler für die englische Sprache zu begeistern, greift der junge Lehrer zu ungewöhnlichen Mitteln. Er lehrt sie ein in Deutschland bis dahin unbekanntes englisches Spiel, Fußball. Und er bringt etwas mit. This is a ball. A football. Das bis dahin in Deutschland völlig unbekannt ist. Fußball? Versuchen Sie es mal. Lassen Sie mal so richtig Dampf ab. Sebastian Krobler gibt mit dem Film sein Regiedebüt. Das Spannende war, Fußball hat es in Deutschland sehr, sehr schwer gehabt am Anfang. Fußball war verboten. Schüler, die in ihrer Freizeit Fußball spielten im Gymnasium, wurden von der Schule geworfen. Das ist natürlich ein fantastischer Stoff bei unserer ganzen Fußballbegeisterung. Was Hintergrund? To defend. To defend. To attack. To attack. Ich bestehe darauf, dass wir uns ein Bild machen von diesem Unterricht. Wie ist denn der Goodbye Lenin und Inglourious Basterds da an die Rolle gekommen? Schönerweise durch einen Artikel über Fußball, das ich mal gegeben habe, über ein Interview, was ich gegeben habe, kamen Produzent und Regisseur auf die Idee, mir das anzubieten. Und ich bekam dann das Drehbuch und war gleich vollkommen hin und weg. Diese Kugel. Mit seinen unkonventionellen Unterrichtsmethoden handelt sich der junge Englischlehrer schnell Feinde ein. Einflussreiche Eltern erreichen, dass Fußball von der Schule verbannt wird. Jeder Schüler, der sich nicht daran hielt, wurde rausgeschmissen. Aber Koch trifft sich heimlich mit seinen Schülern im Park. Das Fußballfieber in Deutschland war geboren. Der Streifen ist in den deutschen Kinos angelaufen. Wo warst du? Machen Sie die Zukunft meines Sohnes nicht kaputt. Mutter, du sollst das mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. In diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule.